wie viel Plastik finden wir tatsächlich in den Flüssen. Ich beschäftige mich gerade mit dem Forschungsthema Plastik in Bundeswasserstraßen. Wir haben so bei den ersten Untersuchungen feststellen können, dass wir beispielsweise in der Elbe in Sedimentproben bis zu 16.000 Partikel pro Kilogramm Sediment finden konnten an Plastikpartikeln. Im Wasser hingegen nur bis zu 20 Partikeln pro Kubikmeter Wasser. Plastik gelangt in die Umwelt und auch in unsere Flüsse hauptsächlich durch sogenannte Littering, das heißt also durch Müll, der in der Landschaft landet, wo er nicht hin sollte. Haben wir aber auch Reifenabrieb, was einen sehr hohen Anteil darstellt. Und auch wenn man an Fleecepullis beispielsweise denkt, hat man Plastikfasern, die über die Waschmaschine ausgetragen werden. Um herauszufinden, wie viel Plastik wir in unseren Flüssen haben, gehe ich dann an das Ufer des Flusses und nehme mit dem Netz Proben, lasse das Netz so 15 bis 20 Minuten im Wasser hängen. Danach geht man mit dieser Probe ins Labor, überführt das in Becherglas, filtriert das Ganze und mit dem Filter geht man dann zuerst zum Mikroskop, schaut sich dann erstmal visuell an, welche Plastikpartikel finde ich, und wenn man das Ganze gemacht hat, analysiert man das dann. Aufgrund der Tatsache, dass es halt so ein junges Forschungsgebiet ist, ist es sehr schwer, die Ergebnisse momentan miteinander zu vergleichen. Das heißt also, momentan hat man noch keine einheitlichen Probenahmemethoden, Probenaufbereitungsmethoden und auch Analytik. Und das muss in den nächsten Jahren als erstmal vereinheitlicht werden. Für die Zukunft wäre es schön, eine Aussage darüber treffen zu können, welche Auswirkungen Plastik auf Organismen und auch auf den Menschen hat. Mein Name ist Friederike Stock und ich arbeite als Wissenschaftlerin in einem Forschungsprojekt zum Thema Kunststoffe in Bundeswasserstraßen in der Bundesanstalt für Gewässerkunde.